die Zeit geht ja weiter und man sieht es ja an den PKWs, alles funktioniert nur noch per Touchscreen und dass das auch in den Baumaschinen jetzt Einzug hält, ist ja selbstverständlich und wenn man mit der Zeit gehen will, muss man auch dann in solche Sachen investieren. Seit 27 Jahren bin ich im Asphaltbau tätig. Unsere Tochterfirma in Edenkoben verwendet schon eh und je Bomag-Walzen. Wir haben die Bomag-Walzen getestet, unsere Walzenfahrer waren sehr angetan davon. Das Walzenfahren ist zwar schwierig, ist kein Zuckerschlecken, aber mit dem Walzenfahrer steht und fällt die Baustelle. Und deswegen versuchen wir auch dem Walzenfahrer den Arbeitsplatz so positiv wie möglich zu gestalten. Also ich fahre jetzt schon Walze 17 Jahre und die Entwicklung, sage ich mal, die muss ja immer weitergehen, umso besser wird auch der Fahrer. Wie man sieht in der Walze, ist das die modernste Technik. Das Verdichtungsergebnis hat sich erleichtert durch den Asphaltmanager, beziehungsweise der EWIP-Wert, den hat man immer im Auge, hat man den Sitz dreht. Die neue Walze hat jetzt zwei Bildschirme. Die Sitze sind viel besser geworden. Sie hat viel Glasfläche, Kameras, das gab es früher auch nicht. Das ist halt Komfort pur. Durch mein Cockpit ist das für den Walzenfahrer schon einfacher geworden. Beim Einkauf der Baugeräte nehmen wir immer unsere Mannschaft mit ins Boot. Das schwerste Gewicht liegt immer auf der Entscheidung der Bediener, dass auch dann die Zufriedenheit am Arbeitsplatz viel größer ist. Deswegen versuchen wir, dem Walzenfahrer seine Arbeit so angenehm wie möglich zu gestalten, meine Walze zur Verfügung zu stellen mit möglichst viel Bedienkomfort und hoffen damit, dass ihm seine Arbeit auch Spaß macht.